So, gut, was ist in Russland jetzt los? Es gibt da einen Aufsatz in den Mitteilungen. Beschränkung des Zahlungsverkehrs. Störung der normalen Abläufe. Ja, man kann nicht einfach einem russischen Kollegen jetzt irgendwie Geld überweisen. Das geht nicht so ohne weiteres. Dann müsste er ein Konto bei einer europäischen Bank haben, was viele haben. Kann er jetzt aber wahrscheinlich auch nicht mehr eröffnen. Hätte er vorher machen müssen oder so. Also, weiß nicht, wie das so ist. Die Amis haben da jetzt auch gerade was rausgelassen. General License Number 31. Ihr wisst es vielleicht. Ja, man darf in Russland ein Patent, als Amerikaner, man darf in Russland ein Patent anmelden, man darf auch Jahresgebühren zahlen und solche Dinge. Das ist keine Verletzung der Sanktionen. Das ändert aber nichts daran, dass ich kein Geld überweisen darf. Kann. Also wie das alles aufgeht, ich weiß es nicht. Aber die Fristen laufen alle weiter. Es muss alles gemacht werden. Es haben auch viele Kanzleien ihre russischen Büros, internationale Kanzleien ihre russischen Büros geschlossen, damit sie nicht irgendwie Sanktionsbrecher sind oder irgendwas. Ja. Übrigens Dannemeyer auch. Ja, man wird sehen. So, was haben die Russen bisher erlassen? Also die Verordnung Nummer 299 vom 6. März. Die angemessene Entschädigung für Zwangslizenzen wird von 0,5% auf 0% gesenkt. Ja, gut. Das gilt aber übrigens nur für Patentinhaber aus unfreundlichen Ländern. Ja, also wir alle sind aus unfreundlichen Ländern. Ja. Marco, du auch. Ja. Die praktische Relevanz ist sehr, sehr begrenzt. Es gibt nur eine Zwangslizenz in Russland, die läuft auf Remdesivir. Aus welchem Land ist Remdesivir? Von wem ist das? USA. Gut. Also die kriegen jetzt nicht mehr 0,5%, die kriegen jetzt 0%. Dass das ein Verstoß gegen TRIPS ist, angemessene Entschädigung für Zwangslizenzen, ist ja eh klar. Darüber hinaus gibt es ein föderales Gesetz, Nummer 46 vom 4. März, Artikel 18. Es wird festgelegt, dass die Regierung der Russischen Föderation im Jahre 2022 das Recht hat, Entscheidungen zu treffen, die Folgendes vorsehen. Nummer 13. Eine Liste von Waren, hinsichtlich derer Bestimmungen über den Schutz von ausschließlichen Rechten keine Anwendung findet. Aufhebung von Patentrecht, Markenrecht, Designrecht, allem, Aufhebung von allem. Für bestimmte Waren. Ja, ich meine, das verstößt natürlich TRIPS, WTO, PVÖ, you name it. Ja. Und diese Liste gibt es jetzt tatsächlich auch. Vielen Dank, Herr Hertel. Die Liste gibt es, die gab es lange nicht, aber jetzt gibt es sie. Verordnung Nummer 506 vom 29. März, tatsächlich schon eine Weile her, aber dauerte eine Weile, bis die hier in der Presse auftauchten. Also welche Produkte und welche Marken? Autos von Tesla. Autos und verwandte Produkte von Tesla, Land Rover, Jeep, Volvo, Volkswagen, Reifen von Michelin, Goodyear und so weiter. Smartphones von Apple, Nokia, Sony, Intel und so weiter. Die Liste ist lang. Haushaltsgeräte von Electrolux, Miele und Siemens. Das ist in Deutschland. Ne? Industrien, Bergbau, Elektrizität, Bahn und Schifffahrt, Land- und Forstwirtschaft. 50 Produktgruppen, wir haben hier vier, glaube ich, noch 1, 2, 3, 4 und rund 200 Marken. Und das sind natürlich genau die schönen Sachen, die die Russen immer im Westen gekauft haben. Und es gibt jetzt eben zwei Möglichkeiten. Entweder diese Dinge werden über Drittstaaten umgelenkt, ist gewünscht, von russischer Seite gewünscht. Was ist gewünscht von russischer Seite? Die Versorgung der russischen Bevölkerung weiterhin mit diesen Gütern. Ja, was ist gewünscht von westlicher Seite? Natürlich genau das nicht. Ja. Die Versorgungslage schwächen in Russland. So, es gibt also zwei Möglichkeiten. Entweder man ist ein Händler aus irgendeinem Land, das keine Sanktionen gegen Russland hat, gegen das wir aber auch keine Sanktionen haben oder sowas. Ja, ich sage jetzt mal Sri Lanka oder sowas, ja. Dann mache ich also jetzt in Sri Lanka einen Import von VW-Ersatzteilen auf, die ich dann von Sri Lanka wieder nach Russland schicke oder sowas, ja. Oder aber natürlich
Das wären dann Originalteile. Das wären dann Originalteile. Ja? Oder Nachahmungsprodukte. Die kann ich dann zum Beispiel, ohne diskriminierend sein zu wollen, kann ich die aus China nach Russland importieren. Die haben auch eine gemeinsame Grenze, da muss man gar nichts überschreiten, groß oder so. Ja. Man kann jetzt in China, also irgendwelche, sofern das deutsche Unternehmen kein Patent in China hat, was die Herstellung verbietet, ja, kann man in China produzieren und nach Russland verkaufen. Von der russischen Regierung ist es gewünscht. So, kann man Patente in Russland noch durchsetzen? Vielleicht, vielleicht. Also es gibt, jetzt ist wieder das Ding da erschienen, es gibt Urteile in Russland. Sie wollen was sagen, Herr Hüttermann? Also gleich, lassen Sie mich noch einen Satz zu Ende und dann sind Sie dran. Es gibt Urteile in Russland, in denen drin stand, du bist aus einem unfreundlichen Land, du Kläger, es war ein britischer Kläger. Deshalb ist klar, dass du hier nur Russen schikanieren willst und deshalb verlierst du den Prozess. Aber es gibt von anderen Gerichten genauso ein vernünftiges Urteil zugunsten dieses britischen Klägers nach den üblichen Maßstäben. Das war eine Marken- und Designverletzung oder sowas, oder Urheberrechtsverletzung. Also, wie geht das aus, wenn man jetzt vor ein russisches Gericht zieht? Weiß man nicht. Kann gut gehen, kann auch nicht. Wird man vielleicht auch nicht machen. Aber die Amis haben es ja gerade erlaubt, man dürfte. Man dürfte. Also auch ein amerikanisches Unternehmen dürfte jetzt Klage erheben in Russland. Das wäre in Ordnung.